Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher der vedischen Astrologie. Ja, in diesem circa 20-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung der Transite für den Monat März 2018 für den jeweiligen Aszendenten. Ehe wir dort aber einsteigen, erst ein paar wichtige Hinweise vorab. Und zwar, bitte beachten Sie, dass ich die Deutung vornehme anhand Ihres Aszendenten. Ja, nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens, ja, wie das in der westlichen Astrologie üblich ist. Denn der Aszendent ist in der vedischen Astrologie viel, viel wichtiger als wie das Sonnenzeichen. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ja, Sie müssen ja wissen, welches Video Sie anschauen, ob Aszendent Widder oder Aszendent Waage oder Aszendent Zwilling, dann können Sie mir gerne Ihre Geburtsangaben schicken und ich sende Ihnen kurzfristig, in der Regel binnen einen Tages zurück, was Ihr Aszendent ist, damit Sie wissen, welches der 12 Videos für Sie das Richtige ist. Sie finden dazu unterhalb des jeweiligen Videos, ja, jetzt hier einen Link für Sie vorbereitet, mit dem Sie direkt Ihre Geburtsangaben dann eingeben können. Sie klicken erst auf den Link und dann kommen Sie eben auf eine Eingabemaske, wo Sie Ihren Aszendenten anfordern können, ja. Auf der gleichen Seite, wo Sie hingeleitet werden, mit der gleichen Eingabemaske, darf ich Sie auch einladen, wenn Sie wollen, Ihren Atma-Karaka zu erfahren, sprich den Planeten, der Ihre Seele beschreibt. Das ist sogar das Allerwichtigste im vedischen Horoskop, denn in Wahrheit sind Sie ja in Ihrer Essenz eine Seele und so beschreibt Ihre Persönlichkeit am allermeisten, ja, aus Sicht der vedischen Astrologie jetzt betrachtet, Ihr Seelenplanet. Und mit dem gleichen Link, wo Sie auch Ihren Aszendenten anfordern können, können Sie auch Ihren Seelenplaneten erfragen, teile ich Ihnen auch gerne gratis mit. Und hier bekommen Sie dann circa eine Seite als PDF-Dokument mitgemailt von mir, damit Sie mehr über Ihren Seelenplaneten nachlesen können. So, dann was haben wir noch? Eine weitere Einladung. Und zwar lade ich Sie ein, wie Sie sich die bestmögliche Zukunft erschaffen können, indem Sie einfach vermeiden, die sogenannten drei größten Fehler, die es gibt in der Zukunftsgestaltung. Hierzu biete ich laufend gratis Webinare an und die jeweiligen Termine sind auch immer auf einer bestimmten Seite veröffentlicht, wo Sie sich dann auch anmelden können, um an diesem Webinar teilnehmen zu können, wie Sie Ihre drei oder wie man die drei größten Fehler in der Zukunftsgestaltung vermeiden kann, denn so wie auf dem Bild dargestellt, ja, es geht darum, die Zukunft so zu erschaffen, dass sie absolut erfüllt, zufrieden und glücklich sind und das Leben umarmen können, ja, und dafür soll auch dieses Webinar Ihnen eine wirklich große Hilfe sein, denn letztlich wollen Ihnen doch die Planeten auch nur dabei helfen, dass es Ihnen immer besser geht und hierzu dieses Gratis-Webinar. Also wie gesagt, auch hierzu ist ein Link unterhalb dieser Seite, unterhalb dieses Videos und dann kommen Sie auf eine Internetseite mit einer solchen Eintragemaske, die Sie hier sehen und hier sehen Sie dann immer, wann es diese Termine gibt, damit Sie sich hier eintragen können, um an diesem Gratis-Webinar teilnehmen zu können. Und ja, dann weiter geht's. Und zwar, ehe wir gleich loslegen mit Ihrem Aszendenten, ein paar allgemeine Beobachtungen noch bezüglich wichtiger planetarer Konstellationen im März 2018. Merkur
ist in den ersten 6 Tagen des Monats März zu nahe an der Sonne dran. Man sagt dann in der indischen Astrologie dazu, dass er Kopi ist, das heißt übersetzt verbrannt. Das bedeutet, in den ersten 6 Tagen des Monats März können merkurische Dinge etwas schwieriger laufen, sprich leichter Fehler in der Kommunikation passieren. Es sollte also mehr darauf geachtet werden, was man sagt, ob man überhaupt was sagt oder wie man etwas sagt, ja. Aber auch alles Schriftliche, wo es um Verträge geht, ja, oder auch um, sagen wir mal, größere Reisen, da ist es eher mit etwas Gegenwind zu rechnen. Falls Sie hier Gestaltungsmöglichkeiten haben, schlage ich Ihnen vor, dass Sie nicht die ersten 6 Tage irgendwie sich auf merkurische Dinge ja besonders erwartungsvoll ausrichten sollten. Genauso wichtig ist auch, dass Mars jetzt seine Position verändert. Er geht ja in den Steinbock ab 17. März. Das heißt, das Haus, das Sie im Steinbock haben, da wird jetzt mehr Handlung und mehr Action passieren. Ja, auch das eine wichtige Veränderung, die wir aber auch mit dem jeweiligen Aszendenten mehr erörtern. Jupiter wird ab 9. März rückläufig. Da möchte ich auch mal die Gelegenheit nutzen. Rückläufigkeit ist in der indischen Astrologie etwas Gutes. Der Planet wird stärker und erhält dadurch mehr Kraft, seine positiven Wirkungen entfalten zu können. Ja? Und insofern ist es gut, ja, wenn Jupiter rückläufig wird ab 9. März. Genauso übrigens wie Merkur. Merkur wird auch rückläufig ab dem 23. März. Da wird ja oft gewarnt, ja, das ist ja schlecht. In der vedischen Astrologie sehe ich das so, dass es gut ist, wenn ein Planet rückläufig wird. Das bedeutet ja nur, dass er länger in einem Zeichen ist oder dass er eben auch stärker zu spüren ist mit seinen Energien, weil er kräftiger ist. Er ist mehr präsent. Und insofern ist es wünschenswert, einen starken Merkur zu haben. Ja, und dann natürlich das neue astrologische Jahr sozusagen beginnt, denn die Sonne tritt am 20. März um 17.16 Uhr in den Widder ein, das erste Zeichen. Da beginnt wieder das neue astrologische Jahr sozusagen, ja, geht wieder los mit der Widder, die 1. Und der Tag, 20. März, wie da Ihre mentale Verfassung ist und Ihre emotionale Verfassung, prägt maßgeblich auch zum Gelingen dieses neuen astrologischen Jahres bei. Also sind Sie am 20. März besonders gut drauf und übrigens genauso auch am 17. März, am Tag des Neumonds, denn am Tag des Neumonds, am 17. März, wird auch das neue lunare Jahr geboren, also das neue Mondjahr und am 20. März das neue Sonnenjahr, wenn Sie so wollen. Und Ihre Verfassung an diesen beiden Tagen trägt maßgeblich zum Gelingen des neuen Jahres bei. Gut, jetzt aber, wie sieht's aus mit dem jeweiligen Aszendenten? Nun wagen wir für Sie als Aszendent Stier mal einen Blick in die Sterne für den Monat März 2018, wie sich die planetare Großwetterlage darstellt. Ja, dazu lassen wir gleich mal den Chart hier einschweben und dann sehen wir, dass die so wichtige Sonne ja bis zum 20. März ja in ihrem 11. Haus ist. Nun, das 11. Haus gibt Ihnen in den ersten 20 Tagen vom Monat März eine gute Möglichkeit, im Kreis von Freunden ja viel Zeit zu verbringen. Sie sind ja jemand, der oder die sehr gerne Beziehungen pflegt. Ja. Das bedeutet, Sie können sehr gut jetzt Ihr soziales Netzwerk weiter ausbauen, vielleicht weitere Freundschaften schließen oder bestehende Freundschaften vertiefen. Genauso ist es auch mit dem Vereinsleben. Ja, auch das wird wichtiger, falls Sie in einem Verein engagiert sind. Alles, wo Sie, wenn Sie so wollen, mit Ihren Gleichgesinnten, mit Ihren Freunden, ja, mit Ihren Vereinsspätzeln und Mitgliedern mehr Kontakt haben, würde für Sie jetzt einfach
ein wichtigeres Thema werden im Monat März, vor allem bis zum 20. Gleichzeitig gilt es ja auch immer für Sie als Aszendent Stier, mehr die Skorpionqualitäten zu entwickeln. Und deswegen möchte ich Ihnen auch sagen, wie Sie das Haus 11 auch noch aus einer anderen Warte gebrauchen können. Denn das 11. Haus steht auch für die größten Wünsche, die man hat im Leben, oder noch besser, den größten Wunsch. Das bedeutet, bis zum 20. März haben Sie eine gute Zeit, dass Sie fündiger werden, worin denn der größte Wunsch in Ihrem Leben besteht. Oder dass Sie sich auch mal überlegen, wenn Sie viele Wünsche haben, sich lieber auf einen großen Wunsch zu fokussieren. Warum? Nun, schauen Sie, letztlich geht es ja darum, dass wir hier auf der Erde die Wünsche, die uns hierher gebracht haben, auch ausleben. Ich rede jetzt nicht von kleinen Wünschen, sprich hier ins Theater gehen und meinetwegen mal zum Essen oder ausgehen, sondern den größten Wunsch. Ja? Der größte Wunsch kann von mir sein, dass ich sage, ich will endlich mal in einer erfüllten Partnerschaft leben. Ja? Oder ich will endlich mal weniger finanzielle Sorgen haben. Ja? Jetzt mal als Beispiel, und möchte mir die Dinge leisten können, die ich gerne habe. Was auch immer. Wichtig ist aber, dass Sie Ihren wichtigsten Wunsch kennen. Und bis zum 20. März haben Sie eine gute Zeit, dass Sie sich mit dieser Frage mehr beschäftigen. Denn die Menschen, die mal irgendwann am Ende des Lebens gestanden sind, wenn man die gefragt hat, was ist denn das Schlimmste für Sie, dass Sie jetzt gehen müssen? Die meiste Antwort war, dass ich nicht das gelebt habe oder umgesetzt habe oder verfolgt habe, was ich eigentlich wollte. Also, wichtig ist die Umsetzung oder Realisierung der größten Wünsche. Aber noch besser ist es, dass Sie nicht sozusagen denken, es wäre jetzt sinnvoll, 3, 4 große Wünsche zu verfolgen. Denn noch viel besser ist es, dass Sie sich auf einen großen, wirklich großen Wunsch fokussieren. Wir wissen ja auch aus den Biografien erfolgreicher Menschen, dass die eben nicht auf 5 Hochzeiten getanzt sind. Ich will das und dann will ich das. Also ich will ein großes Haus und dann will ich eine tolle Partnerschaft und dann will ich eine Weltreise machen und dann will ich dies und da. Und dann kommt man letztlich nirgendwo an. Besser ist es wirklich zu überlegen, worin besteht Ihr größter Wunsch? Und sich dann mit großer Vorfreude, wenn Sie den genau kennen, ja, schrittweise dorthin arbeiten. Für mich ist ein sehr großer, zentraler Wunsch zum Beispiel in meinem Leben, das mich nicht losgelassen hat, dass ich mal im Ausland leben möchte, wo es wärmer ist. Ja? Und ich habe mehrere Versuche schon unternommen und auch darauf hingearbeitet, habe mir das jetzt die letzten Jahre realisiert. Und jetzt natürlich erlebe ich das, habe große Freude damit und werde aber dadurch auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, von dem Wunsch besessen, weil ich habe es halt einfach erlebt. Und wenn ich jetzt eines Tages gehe, dann leide ich nicht darunter, dass ich sage, ich habe das nicht gemacht, dass ich ausgewandert bin. Doch, ich habe es gemacht und ich bin froh und ich bin auch nicht verärgert, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Jetzt ist es schon das zweite Mal und es läuft gut, denn oft müssen wir halt auch mal durch gewisse Hürden hindurchgehen. So, dann die Venus, das sind Sie ja, Aszendent Stier, ist den ganzen Monat ja im Widder die meiste Zeit, bis auf die ersten paar Tage im März. Das bedeutet, es stehen gleichzeitig auch Energien hier da, die etwas mehr in Richtung Auszeit gehen. Auszeit, dass Sie mal sagen, okay, Urlaub machen oder Wellness machen oder Kuren oder sich erholen. Ja, das ist das 12. Haus. Schauen Sie, das gegenüberliegende Haus ist das 6. Haus. Das 6. Haus steht für den täglichen Kampf ums Überleben sozusagen. Man muss täglich in die Arbeit gehen. Ja, man muss sich um seinen Körper kümmern. Man muss sich um seine Schulden kümmern. Man muss Widersacher überwinden. Man muss sich Schwierigkeiten stellen. Das ist Haus 6. Und das 12. Haus ist aber genau das Haus gegenüber. Und hier haben wir ab dem
20. März ja auch die Situation, dass dann die Sonne in das 12. Haus geht. Das bedeutet, das 12. Haus wird schon auch wichtiger und vor allem besonders wichtig, wenn die Sonne ja auch nachrückt ab dem 20. Das heißt, vor allem in den letzten 10 Tagen, ganz besonders, sollten Sie mal schauen, wie Sie zu mehr Ruhe kommen können, ja? Raus aus dem Hamsterrad, vielleicht ein paar Tage Urlaub nehmen, etwas für Ihre Erholung tun, nicht so stark im Trubel sein, sondern mehr eben die Stille suchen und die Ruhe suchen. Und das kann man auch mit Freunden genießen. Ja? Das 12. Haus ist etwas, wo Sie nicht in irgendwelche Verpflichtungen eingebunden sind, sondern wo Sie es eben besser haben, weil Sie von Verpflichtungen frei sind, ja, sich nicht um den Existenzkampf des Hamsterrad kümmern müssen, dass das am Laufen bleibt. Und dafür kann es auch sein, eben, dass Sie sich etwas, ja, mit Unterhaltung beschäftigen, was Ihnen gut tut, Wellness, Kuren, ja, abgelegene ferne Orte besuchen, Überseereisen, all das ist das 12. Haus oder auch auf einer spirituellen Ebene das Thema Meditation oder die Suche nach der höchsten Wahrheit. Das sind ja auch Plätze, wie man auftanken kann. Nun, Merkur ist ja auch die meiste Zeit im 12. Haus, nur die ersten paar Tage, ja. Die ersten 6 Tage ist er ja verbrannt, der Merkur. Da wird die Kommunikation in Beziehungen etwas schwierig sein. Allerdings ab 7. März ist er ja dann nicht mehr verbrannt, der Planet Merkur. Und dies bedeutet, dass Sie dadurch auch eine gute Zeitqualität dafür haben, ja, ab 7. März, sich mal mehr zu überlegen, wie Sie auch zu etwas mehr Freizeit kommen können oder wie Sie auch Freizeit besser genießen können, sich hier mal mehr zu informieren und auch mehr umzusehen. Das Leben ist nämlich nicht nur Arbeiten, wobei ich dazu sagen möchte, für Sie als Aszendent Stier zu einem größeren Teil schon, weil Sie sind jemand, Sie werden dann glücklich, wenn Sie produktiv sein können und etwas von Nutzen für sich und Ihre Mitmenschen zur Verfügung stellen können. Nur im 12. Haus ist jetzt nicht die Phase zu produzieren, da gehört jetzt eben mal die Phase des Ausruhens mehr betont. Und so sollten Sie auch diesen Part jetzt mehr leben, ja, im Monat März. Denn nur ein ausgeruhter Stier, ein Stier, der sich erholt, ist dann auch wieder gut produktiv in den Folgemonaten. So, Mars verändert ja seine Position am 17. März in das Zeichen Steinbock. Das ist gut, da geht Mars aus einer Position raus, wo er nicht so gut aufgestellt war. Sie sehen Mars in Haus 8 zeigt an, dass es in Beziehungen noch bis zum 17. März größere Spannungen gegeben haben kann, dass Ihnen auch Schwächen in Ihrer Beziehung mehr bewusst geworden sind. Im Idealfall haben Sie aber in einer konstruktiven Art und Weise hier zusammengearbeitet, um durch diese Zeit mit viel neuem Verständnis oder Gelernten hindurchgehen zu können. Und jetzt geht ja Mars dann ab 17. März raus aus dieser ungünstigen Hausposition und geht rein in Haus 9 ab dem 17. März. Das bedeutet, das ist für Sie dann eine Zeitqualität, wo Sie mehr Kraft und Energie dafür einsetzen wollen, ja, wie Sie... Ja, ist jetzt die Frage, das 9. Haus steht für den Sinn, für den Glauben. Jetzt haben wir da Mars. Mars will ja handeln. Mars ist Energie. Mars ist Tatkraft. Und das 9. Haus ist etwas viel Abstraktes. Ja, da geht es um Glauben, um Gott, um Religion, um Ethik, um Moral. Natürlich, Mars darin ist ein bisschen schwierig platziert, sag ich jetzt mal. Was recht gut ist, ist, dass Sie
mit Mars im 9. Haus diese Energie ab, da ist er ja dann ab dem 17. so nutzen können, dass sie ja beispielsweise auch Pilgertouren machen, ja. Weil wissen Sie, Mars will sich ja bewegen, ja. Mars ist nicht eine Kraft, wo man sagt, ach ja, Eile mit Weile und so. Nee, da will was passieren. Jetzt ist er im 9. Haus, im Haus der Philosophie, des Sinns, des Glaubens, des, ja, der Religion, der, der, ja, also der Überseele. Und das 9. Haus können Sie Mars so gut einsetzen. Es steht auch, wie gesagt, für das Reisen an heilige Orte in Form von Pilgertouren oder das Reisen an Kraftorte. Und weil wir ja auch darüber gesprochen haben, sich etwas auszuruhen, dann wäre das eine produktiv investierte Energie, wenn Sie zum Beispiel ab 17. März sich die Zeit nehmen, um mal an einen Kraftort zu fahren. Ja, es gibt ja auch im deutschsprachigen Raum viele Kraftorte. Darf ich auch sagen, meine Entscheidung, als vedischer Astrologe zu arbeiten, fiel an einem Kraftort. Ich hatte große Hin und Her, ob ich das wirklich hauptberuflich machen könnte, sollte, dürfte. Und ich bin dann in Deutschland an einen Kraftort gefahren und da fiel die Entscheidung. Ja, und das 9. Haus steht aber auch für Pilgertouren. Und so kann man auch im deutschsprachigen Raum, der Jakobsweg ist nicht nur in Spanien, der ist auch in Deutschland oder Schweiz oder Österreich zu finden, kann man hier mal ein paar Tage des Weges gehen und es passt auch gut zu den Energien des 12. Hauses, wie sie eben die Venus, Merkur auch den ganzen Monat März stehen haben. Nun, das Gute ist mit dem Stressfaktor Beziehung, dass Sie natürlich den ganzen Monat Jupiter in Haus 7 haben. Das bedeutet, so stressig wird es mit der Beziehungsthematik nicht gewesen sein, weil Sie haben die Fähigkeit zur Vergebung, zu verzeihen. Ja, jetzt den Planet Jupiter, den Planet des Wohlwollens, haben Sie im Beziehungshaus. Sie sind jetzt auch leichter fähig, aus einer höheren Perspektive Ihre Beziehung betrachten zu können und die Möglichkeiten des Verzeihens und des Vergebens, ja, stehen Ihnen mehr und besonders jetzt in einer Beziehung zur Verfügung. Insofern dürfte das mit dem Partnerschaftsleben zwar schon etwas auch Stress oder sich Schwächen in der Beziehung gezeigt haben, es gibt aber gute Anzeichen dafür mit Jupiter in Haus 7, dass Sie auch durch diese Zeit gut hindurchgekommen sind, ja, und dadurch auch mehr Verständnis für Ihre Partnerschaft und Ihren Partner entwickeln konnten. Nun, nicht jeder ist in einer Beziehung oder nicht jede. Und Jupiter in Haus 7 bedeutet aber auch, ja, nicht nur im Monat März, sondern auch noch die nächsten Monate, dass Sie sehr viel Sinn auch darin finden können oder auch Glück und Freude, ne, Jupiter, wenn Sie beispielsweise sich mit einer Selbstständigkeit beschäftigen, das wäre jetzt sehr gut unterstützt, ja, für Sie, oder wenn Sie auch über das Auswandern nachdenken, ne? Der Glücksplanet steht bei Ihnen im Haus des Auslands, ja, was soll man da dazu sagen? Und mittlerweile, ja, ich sehe es ja auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Europa ist ja sehr viel leicht möglich, ohne große Hürden. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt ganz interessant erfahren, bin ja momentan, spreche ich ja aus Zypern zu Ihnen, lebe durch in Bulgarien, aber Zypern ist ja von Bulgarien aus nicht weit. Und in Zypern, müssen Sie sich so vorstellen, als Europäer kann man dahin. Überhaupt kein Problem, wunderschöne Insel, super Leben hier, wirklich klasse. Wenn jetzt aber einer Nicht-Europäer ist, ja, meinetwegen, da will einer aus China oder Amerika oder Russland, will hier nach einwandern, nach Europa, in Zypern, dann muss der, ich weiß nicht, ach, 1 Million oder irgendwas investieren, wenn er einen Pass haben will und so. Da hat man einen riesen Vorteil als Europäer, ja. Also, vielleicht überlegen Sie sich mal, wenn das auch Ihr Geburtshoroskop anzeigt, es gibt ja auch eigene Horoskope dazu, wo man das analysieren kann,
inwieweit auch das Ausland für Sie auf Ihrem Lebenspfad angelegt ist. Ich meine, wahrscheinlich nicht, weil Sie als Stier-Aszendent doch sehr stark auf Familienwerte setzen, auf Tradition, auf Ihre Beziehungen. Da müssten schon einige mitkommen. Aber trotzdem nicht, heißt es nicht, dass es nie einen Aszendent-Stier gäbe, der das nicht machen wollte. Und deswegen kann man sich das ja auch mal durch den Kopf gehen lassen. So, Saturn ist ja weiterhin in Haus 9. Da steht er ja mit Mars zusammen und Sie sehen jetzt, ne, jetzt haben wir da zwei entgegengesetzte Energien. Mars will Attacke, ne, und Saturn langsam Tiefe. Ja, das kann in Haus 9 etwas Spannungen geben, bezogen auf Ihre, ja, ich sag jetzt mal, Glaubenseinstellungen, dass Sie sich da etwas, ja, zwei Widersätze in Ihrer Brust haben. Deswegen gut kombinieren könnten Sie diese beiden Energien, wenn Sie tatsächlich ab dem 17. März Zeit aufbringen, um mal an Kraftorte zu reisen oder Jakobsweg gehen oder an heilige Orte fahren. Ja, dann haben Sie auch den Bewegungsfaktor. Mars hat die Qualität von Abenteuer und verbunden mit dem Thema Tiefe in Glauben und Sinnfindung, was ja Saturn erreichen möchte, dann ist es eine bessere Kombination. Nun, Rahu weiterhin in Haus 4 fördert wie auch schon die letzten Monate das innere Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung weiterhin einen großen Fokus für sie hat. Gut, das wäre es gewesen, Aszendent Stier, der Monat März 2018. Ja, zum Schluss nochmal die Erinnerung, nochmals die Einladung an Sie zur Teilnahme an dem Gratis-Webinar, wie Sie die drei größten Fehler in Ihrer Erschaffung, Ihrer Zukunft vermeiden können. Hierzu ist ein Link vorbereitet unterhalb dieses Videos, wo Sie auf die Seite kommen, um sich eben dann eintragen zu können. Ja, da sehen Sie immer dann die jeweiligen Terminwahlmöglichkeiten, um an diesem so hochinteressanten Seminar, Webinar genauer gesagt, teilnehmen zu können. Ja, denn das Ziel ist natürlich, die bestmögliche Zukunft sich doch zu erschaffen. Und dann sollten Sie auch sich bewusst mit den Gesetzen auseinandersetzen, wie Sie das bestmöglich tun können. Dann auch zum Schluss noch mal eine Einladung, und zwar, es gibt ja hier auch einen Schulkanal und hier sind schon über 20 Videos online zu Basiswissen der vedischen Astrologie, zu verschiedenen Deutungen, und hier kommt jetzt einiges weiteres hoch in diesem Monat. Also falls Sie mehr über die vedische Astrologie wissen wollen, ja, dann empfehle ich Ihnen hier auf diesem Schulkanal weiter zu stöbern oder natürlich auch in Facebook beizutreten, denn dort poste ich laufend die Wochenzeitqualität und dort sind auch schon über 50 Videos über die vedische Astrologie zu finden. Ist eine geschlossene Gruppe, können Sie aber jederzeit Mitglied werden. Okay, das wär's gewesen. Dann bleibt mir ja nur, Ihnen einen wunderschönen Frühlingsanfang zu wünschen, dass Sie am 17. März und am 20. März, ja, wann die neuen, das neue lunare Jahr und das neue astrologische Jahr geboren wird, ja, dass Sie da ganz besonders gut drauf sind. Und ja, Ihnen einen fantastischen März. Ich freue mich schon wieder Ende März dann, wenn wir über die planetare Großwetterlage für April 2018 dann sprechen. Bis dahin.